Powerspiel 3. Bauen Sie mit Hütchen ein Spielfeld von ca. 30 x 15 Meter für ein 5 gegen 5 auf. Auf einer Seite werden je 5 Ringe in einer Reihe aufgestellt. An jedem Parcours warten 5 Spieler. In der Spielfeldmitte wird ein Ball bereitgelegt. Der Trainer an der gegenüberliegenden Spielfeldseite hat 2 verschiedenfarbige Leibchen in der Hand. Auf ein Kommando des Trainers starten die Spieler mit einer koordinativen Aufgabe 3-mal durch den Parcours. In unserem Fall führen die Spieler Tap-Schritte oder Hopserläufe aus. Nach diesen 3-mal starten sie zum 4 gegen 4 plus 2 Torhüter ins Feld. Dabei gibt der Trainer mit Hilfe der Leibchen ein Farbkommando. Die Farbe des Teams, die er zeigt, wird zum offensiven Team, darf sich den Ball nehmen und sofort angreifen. Das andere Team muss schnellstmöglich seine Defensive organisieren. Der jeweils erste Spieler beider Teams wird zum Torwart. Es wird so lange gespielt, bis ein Tor fällt. Danach startet ein neuer Durchgang bei den Ringen. Alle Spieler rücken dabei um eine Position nach vorne. Der erste Spieler geht ganz nach hinten in der Reihe, damit jeder einmal zum Torwart wird. Nun durchlaufen die Spieler den Parcours 3-mal mit 2 Kontakten vorwärts. Danach sprinten sie wieder zum Spiel 5 gegen 5 ins Feld. Der jeweils erste Spieler wird zum Torwart. Nun bekommen die Spieler kein Farbkommando für den Ballbesitz. Der schnellste Spieler bekommt den Ball und dessen Team wird so zur angreifenden Mannschaft. Hinweis: Spielen Sie pro koordinative Aufgabe 5 bis 6 Durchgänge und machen Sie danach eine kurze Pause von 2 bis 3 Minuten. Danach wiederholen oder wechseln Sie die Lauf- oder Sprungaufgabe. Insgesamt sollte sich der ganze Ablauf so 3 bis 4 Mal wiederholen.